Hallo meine Lieben, was mache ich wohl an meinem freien Tag? Genau, Videos. Und bevor es heute Abend mit einem weiteren Video zum Thema Out-of-Place-Artefakte weitergeht, möchte ich euch kurz noch ein wirklich faszinierendes Bild vorstellen, das eine Frau zeigt, die abgelenkt von ihrem Smartphone einen Weg hinunterläuft. Nur stammt dieses Gemälde aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch wie kann das sein? Die Auflösung erfahrt ihr nach dem Intro. Zurzeit geistert ein Bild durch die sozialen Medien, das sich manche einfach nicht erklären können. Ein Mädchen läuft einen Feldweg entlang. Am Waldrand kniet ein Junge mit einem Strauß Rosen und wartet sehnsüchtig auf die Angebetete. Doch statt seinen Blick zu erwidern, schaut das Mädchen gedankenverloren auf ihr Smartphone. Etwas, was in der heutigen Zeit wohl kaum noch jemand irritieren würde. Doch das Gemälde, die Erwartete, von Ferdinand Georg Waldmüller, stammt aus dem Jahr 1860, also aus einer Zeit, als Smartphones noch lange kein Thema waren. Hat der Künstler etwa einen Blick in die Zukunft werfen können und dieses in seinen Gemälden verarbeitet? Oder was sonst außer einem Smartphone hält das Mädchen in der Hand, das sie so gebannt darauf starren lässt? Wie zu erkennen ist, tragen die beiden abgebildeten Personen ihre Sonntagskleider. Das Mädchen kommt wohl gerade aus der Kirche und in ihrer Hand hält sie kein Smartphone, sondern ein Gesangsbuch. Mit ihren Gedanken scheint sie noch vertieft beim Sonntagsgottesdienst zu sein, weshalb sie ihren Verehrer auch nicht bemerkt. Manchmal gibt es halt auch eine ganz einfache Erklärung. Bis zum nächsten Video.